Herzlich willkommen zur Präsentation des Buches Ein Tag meines Lebens in der Top 10 Galerie im Kunstraum der Ringstraßengalerien. Jetzt gibt es Leute, die immer ätzen und sagen: Top 10 Galerie, wer hat denn das jetzt festgelegt? Nach welchen Kriterien misst man Top 10? Ich habe dann darauf gesagt, nach Bekanntheit und nach Beliebtheit. Also kann sich jetzt jeder den Maßstab selber einpacken oder auspacken. Also ich bin sicher, wir sind nach wie vor nicht die reichste Galerie Wiens und auch nicht eine der 10 reichsten, aber sicher eine der bekanntesten, denn wir haben mittlerweile 130 Veranstaltungen im Jahr, Kulturveranstaltungen aller Art, von Musik über Literatur, Konzerte, Podiumsdiskussionen, kulturpolitische, wirtschaftspolitische. Also Sie finden wirklich alles bei uns. Und wenn Sie noch nicht im Detail informiert wurden bislang, es gibt auf der Website kunstsammler.at einen Link, wo es einen Hinweis auf alle Events gibt und auch einen zweiten Link auf Newsletter. Also wenn Sie wollen, können Sie über Newsletter alle Infos kriegen. Jetzt aber begrüßen Sie die Initiatorin des heutigen Abends, die Autorin, Kulturjournalistin, Übersetzerin, also wirklich eine sehr universal tätige Frau, wahnsinnig umtriebig und aktiv, hat in den letzten 2 Jahren, glaube ich, mindestens 10 Veranstaltungen bei uns organisiert. Diana Widra. Im Namen der Kulturvereins danke ich Ihnen für Ihre Treue und Ihr Interesse an unseren Veranstaltungen. Wie Sie wissen, hat Anima Incognita Kulturverein seit 2016 zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt. Begonnen wurde mit einer Reihe der literarischen Abende zum fast vergessenen Thema Liebe. Als Ergebnis von 5 Veranstaltungen haben wir 2 Anthologien herausgebracht, in Deutsch und in Russisch. Übrigens in meiner Übersetzung. Später erschien noch eine Anthologie mit Lyrik und Prosa unter dem Titel Anima di Seele. Ein Tag meines Lebens ist unsere 4. Anthologie. Der Titel der nächsten Anthologie lautet Barmherzig. Mit dem heutigen literarischen Abend haben wir unsere Palette um ein weiteres Stückchen ergänzt. Ein Tag meines Lebens. Im Leben jedes Menschen findet sich eine Reihe unvergesslicher Tage, seien sie mit realen oder seelischen Ereignissen ausgefüllt. Wenn man so einen Tag beschreibt, sieht man, dass er einem Ausschnitt aus einem Tagebuch ähnelt. Nicht zufällig wurden die Veranstaltungen Tagebuchtage in ganz Österreich erfolgreich über Jahre hinweg gelaufen. Ihre wunderbare Organisatorin ist heute hier anwesend. Sie ist eine unserer Autorinnen. Traute Mollig Prima. Was bedeutet eigentlich einem Menschen ein Tagebuch? Sogar Schriftsteller wählen oft für ihre Romane die Form eines Tagebuches. Nach Ernst Jünger ist ein Tagebuch das ideale Genre, um eine scharfe Beobachtungsgabe mit ungebändigter Sinnlichkeit zu verbinden. Und nach Stephen King wiederum beginnt man beim Schreiben mehr und schärfer zu denken. Auch in unserer Anthologie findet man wunderbare Geschichten, wie zum Beispiel das Reisetagebuch von Christel Grähler oder herzergreifende Geschichten wie Abschied von Ilse Viktoria Böse oder eine
fantasievolle Horrorgeschichte von Walter Meissel, ein Nachmittag. Ohne unseren wunderbaren Mitwirkenden wären unsere Veranstaltungen gar nicht möglich. Da muss ich ganz kurz erzählen, wie alles begann. Hubert Thurnhofer und ich führten einmal ein Gespräch über Kunst und Literatur, wobei wir beide sehr bedauerten, dass das Thema Liebe vor allem aus der Lyrik längst verschwunden war. So kam uns eine Idee, die Liebe in ihrer lyrischen Heimat wieder zu beleben. So entstanden unsere literarischen Nächte der Liebe, die ich bereits erwähnt habe. Wir sind auch sehr stolz und zufrieden, dass später auch andere Vereine diesem Beispiel vor kurzem hat Anima Incognita Kulturverein eine Medaille für besondere Verdienste im Kulturleben Österreichs gestiftet. Als Erste bekommt die Medaille für seine aktive Unterstützung des Vereins unser wunderbarer Gastgeber. Er ist auch Autor von einer Reihe interessantesten Bücher. Wie wir alle wissen, sehen, seit Jahren funktioniert seine Bildergalerie auch als einer der bedeutendsten Kulturzentren Wiens. Hubert. Es ist jetzt echt unglaublich, eine wirkliche Überraschung, ich habe echt nichts gewusst, aber Selbstlob stimmt, ich habe es wirklich verdient. Na, die Wahrheit ist die, schon seit ich 5 Jahre meines jungen Berufslebens noch zur Zeit der Sowjetunion nach Russland gegangen bin, 1989 bis 1994, haben mir viele Leute gesagt, du verdienst einen Orden. Habe ich gesagt, bitte, her damit. Und natürlich habe ich mir gleich den besten Orden des Landes gewünscht, Orden Geroes Sozialistisches Truda. Das ist der A-Orden der Helden der sozialistischen Arbeit. Das ist wirklich der höchste Orden, den man im Land des Arbeiter- und Bauernstaates vergeben konnte. War auch einiges wert in Gold, aber wir haben nie gekriegt. Jetzt endlich die Goldmedaille. Danke. Ja, im Verein dank Christine Niradi, wunderbare Autorin und Künstlerin, für ihre aktive Unterstützung des Vereins und ihre Mitarbeit. Sie hat auch mit großem Erfolg einige von unseren Veranstaltungen moderiert. Christine Niradin. Magdalena Czurlowitz, eine begabte Lyrikerin und Organisatorin. Sie war als Moderatorin bei uns oft tätig. Der Verein dankt ihr auch für ihre geschätzte Hilfe bei der Herausgabe unserer Anthologien. Magdalena Czurlowitz. Danke schön. Warte. Noch was? Ja. Ui, ohne Urkunde geht es nicht. Danke. Blenderin. Alphabetische Reihe, nach ja. Sophia Benedikt. Flohmarkt, schreibt Sophia Benedikt. Da ziehen mich die alten Bücher an. Ein altes Buch hat etwas Heimeliges. Etwas, das heutige protzig-vulgäre Polyethylenumschläge niemals haben. Das alte Buch ist bescheiden. Du spürst seine Wärme, es hat eine Seele, zusammengesetzt aus Seelenteilchen.
die seine Leser in ihm zurückgelassen haben. Victoria Ilse Victoria Böse. Wahrheit oder Lüge? Kann eine 14-Jährige ein Verbrechen vorhersagen oder hat sie nur eine blühende Fantasie? Eine unglaubliche Geschichte vom abrupten Ende eines hoffnungsvollen neuen Lebens. Cornelia Divoke. Ein Sommertag der Autorin beginnt mit vielen Terminen. Jedoch am Ende dieses Tages erfährt sie von einer Überraschung, die sie für ihren Einsatz belohnt und bei ihr Glücksmomente hervorruft. Anna Eckert. Ein letzter Brief. Es war kein Tag wie jeder andere, der Lisa früh morgens im Railjet von Wien in eine Kleinstadt in den Alpen und spät nachts zurück nach Wien führte. Es war eine Reise in Erinnerung an eine verlorene Liebe. Ein Tag voller Herausforderungen, Schmerz und offen gebliebener Fragen. Ein Tag Leben. Christo Grille. Reise. Tage und Buch. Um dem Sohn übersiedeln zu helfen, fahren wir mit einem Kastenwagen von Wien auf die Inselgruppe der äußeren Hebriden. Dabei geht es durch Europa mit dem Schiff über die Nordsee, quer durch Schottland und mit einer Fähre auf die Insel Harris. Noch in der Nacht über die Berge und durch die finstere Insel Lewis zu unserem Ziel. Ja, danke, Gross. Auf dem heißen Samstagnachmittag sollte für die 50-jährige Dichterin ein unvergesslicher Abend voller Poesie folgen. Auf dem Weg zum Poesieabend wird aus einer Überholjagd eine romantische Fantasie, aus der die Dichterin von vier leuchtenden Buchstaben schlagartig herausgerissen wird. Bernhard Heinrich. Zwei Freunde sind im Semmering-Grax-Gebiet auf der Suche nach Doderers Riegelhof unterwegs. Emma Klinger. Der Tag, an dem ich Metatron traf. Die Autorin erlebt in einer Rückführung, dass sie für kurze Zeit gestorben ist. Abendmusik. Ein an sich glaubender Sänger singt einer Kollegin vor. 24. August 1988. Ein Paar trifft und verliebt sich. 24. Oktober 1991. Das Paar bekennt sich zu seiner Liebe. Margit Lasshofer. An einem wunderschönen Herbsttag musste ich als Volksschülerin ein schwieriges Gedicht lernen. Da alle draußen bei der Ernte waren, lernte ich unter freiem Himmel, so wie ich meinen Aufsatz über die Dirndlernte dabei schrieb. Danach konnte ich bei der Arbeit helfen. Gemeinsam mit meiner Mutter verbesserte ich am Abend noch meinen Aufsatz. Ich träumte von den roten Früchten und meinem tollen Aufsatz. Anton Marco. Die Erzählung Viele Gesichter einer Stadt beschreibt das Leben in der Großstadt. Kontraste und Vorurteile, die durch vier Protagonisten unterschiedlicher Herkunft zum Ausdruck kommen. Sie treffen einander in der Straßenbahn, fahren durch Bezirke, ohne miteinander zu sprechen. Die ganze Zeit denken sie daran, wie diese Stadt sich veränderte und wie die Frage der Identität immer noch eine Rolle in der Gesellschaft spielt. Oder eben nicht. Mustafa Mirche. An einem heißen Tag auf einer entlegenen, menschenleeren Gasse begegnen zwei Männer, einem unbekümmerten, wehrlosen Buben in Shorts und Sandalen. Peter Miesmaßer.
Ich fürchte mich nicht vor Freitagen, auch nicht, wenn sie auf einen 13. fallen, obwohl das die klassischen Unglückstage sind. Geboren an einem 13. hatte ich immer mehr Glück als Pech. Diesmal belehrte mich ein Freitag der 13., aber eines Schlechteren. Traute Molly Krimann. Mein Berliner Tagebuch. Einer plötzlichen Eingebung folgend, fuhr ich im August 1990 in das wiedervereinte Berlin. Fassungslos stand ich vor der damals schon teilweise gefallenen Berliner Mauer und kam zum Schluss, auch ich bin ein Berliner. Diese Kurzgeschichte ist eine Persiflage auf die Sucht des Menschen, die Welt zu verbessern, was aber nicht immer wirklich der Allgemeinheit dient. Georg Oetinger. 8. Mai 1945. Kriegsende. Und Friede? Die Sowjetarmee zieht in Pöchlan ein. Der Vater wird aus dem KZ Mauthausen befreit. Gesundheitlich geschwächt kommt er zu uns, Mutter und Kinder, nach Pöchlan und findet im Tod seinen Frieden. Roswitha Perfall. Sina und Lisi haben sich von einer Freundin überreden lassen, ihr beim Umzug zu helfen. Es wären nur ein paar Taschen abzuholen. Als sie in der Wohnung eintreffen, sehen die beiden, dass ein Durcheinander herrscht. Elisabeth Schwerter. Meine Kurzgeschichte Königskerzen beschreibt den Besuch bei einem Ehepaar, das einen schweren Verlust erlitten hatte, und den Gang durch deren sommerlichen Garten. Elisabeth Schöffel-Pöll. Heim ade oder der erste Satz beschreibt einen Kurgast, der im einsamen Kämmerlein das Leben Revue passieren lässt, deren Gedanken jedoch ausufern und beim hassgeliebten Hausarzt landen. Während ihrer Kur quält sich die Autorin bis zur Selbstzerfleischung den ersten Satz eines Romans, den sie in der Abgeschiedenheit schreiben will, zu Papier zu bringen. Ingrid Schramm. Eigentlich hätte dieser Tag, an dem Melanie Seidler in einem feierlichen Akt der Titel Professor verliehen werden sollte, ein harmonischer Tag werden sollen. Stattdessen erlebt sie viel Negatives. Am Abend verdarb ihr noch ein alter Bekannter die Feierlaune, als er ihr erklärte, dass er sie wegen ihres Übergewichts beinahe nicht erkannt hätte. Dies führte zur Erkenntnis, dass es ihrem Hund als einzigem egal war, wie sie aussah und ob sie Professor geworden war. Hey, Stradell. Mein Hund suggeriert mir, über jenen Tag seines Lebens zu schreiben, als er nach einer schweren Operation völlig entkräftet war und auf den erlösenden Tod wartete. Beim Abschiedsbesuch des Frauchens kehrt aber sein Überlebenswille zurück. Er verweigert die Nahrung nicht mehr und wird zur Überraschung aller wieder gesund. Claudia Thaler. Du bist noch jung, glaubst du. Du bist doch gesund, meinst du. Und dann der Schlag in der Nacht. In der Früh kannst du nicht mehr stehen, nicht mehr gehen. Was an diesem Tag mit dir passiert, wirst du nie mehr vergessen. Magdalena Czurgowitz. Mein Text Fluss beschreibt Zeitspannen, Schwerpunkt Wasser, das wie die Zeit fließt und vergeht. Horst Weber. Der Tugendbold Gerd ist vom Beichtspiegel dogmatisiert. Dies passt Mephisto, der ihn für sein schwarzes Heer gewinnen will, gar nichts im Konzept. Personifiziert als Studienkumpel versucht er Gerd vom rechten Weg abzubringen.
Bei diesem Versuch muss er allerdings in manchen sauren Apfel beißen. So, das waren die Kurzbeschreibungen dieser im Buch enthaltenen Geschichten. Wenn Sie wissen, wie es weitergeht mit den Geschichten, dann müssen Sie wohl oder übel diese Anthologie kaufen. Ich stand an der Ecke, blickte die eine Straße hinauf, die andere hinunter, streifte die abbröckelnde Mauer, roch die Nässe darin, die bereits an die Fensterkanten reichte. Ich wusste nicht, aus welcher Richtung sie kamen, ob sie überhaupt kamen, ob sie mich hängen ließen. Sinas und Lisis Augen hatten sich geweitet und ungläubig auf mich gerichtet. Ich hatte gefragt, ob sie mir helfen würden. Beide antworteten gleichzeitig, nein. Mir blieb nicht mehr viel Zeit. Ich hatte bereits gekündigt und das Monatsende rückte näher. Mein Freund hatte sofort und bestimmt abgewunken. Ich bräuchte nicht mit ihm zu rechnen. Ich dachte noch, feige Sau. Ich hatte versucht, so nebenher zu fragen, so beiläufig wie möglich, ob sie und vor allem Sina, die bereits ein Auto besaß, mir helfen könnten, die Wohnung auszuräumen. Ich begann in ihre immer abweisender werdenden Gesichter hinein zu monologisieren. Ich würde verstehen, wenn sie nicht wollten, ich würde auch nicht zurück wollen, aber alleine und vor allem ohne Auto wäre es nicht zu schaffen. Und zum Schluss log ich die beiden an. Lisi fragte nämlich, ob ich seither in der Wohnung gewesen wäre. Und Sina sekundierte, wenn ich schon in der Wohnung gewesen wäre, würden sie mir helfen. Ich blieb vage in der Beschreibung des Zustands dort. Wir müssen nur hinein, sagte ich, die Sachen holen. Ich nehme seine Sachen, ist nur eine Tasche. Ihr braucht nur meinen Kram zu nehmen. Ein paar Minuten, da sind wir wieder draußen. So konnte ich sie überreden. Ich hatte keine Ahnung, wie Zimmer und Kabinett aussahen. Seit dem Anruf war ich nicht mehr dort gewesen. Es hätte 3 Versuche gegeben. Erst der 3. gelang. Viel hatte ich dort nicht. Die Studentenorganisation, die billigen möblierten Wohnraum zur Verfügung stellte, reagierte sehr verständnisvoll und machte keine Probleme bei der sofortigen Kündigung. Ich musste nur mir ein einziges Mal hinein und meine Sachen holen. Ich schirmte die Augen vor der flach einfallenden Wintersonne ab und schaute wieder nach rechts und links. Ich winkte, als ich das kleine rote Auto sah und lief zur Haustür. Sie parkten vor mir ein. Ich hob wieder die Hand und spürte die Spannung im Gesicht, ein verrutschtes Lächeln. Sie wirkten ausdruckslos, als sie einen langen Moment zögerten und bewegungslos hinter den Scheiben saßen. Ich dachte, ich hätte vorher zumindest einen kurzen Blick in die Wohnung werfen sollen und grinste ihnen weiter zu. Aber ich konnte nicht, es ging einfach nicht. Unter keinen Umständen würde ich diese Wohnung alleine betreten. Ich hatte ihm angeboten, bei mir zu übernachten, bis er etwas Eigenes gefunden hätte. Ich fuhr sowieso den ganzen Februar weg und überließ ihm die Wohnung. Er wollte dort die Zeit mit seiner Freundin verbringen. Die war nie gekommen. Als er nach 3 Wochen noch immer nicht erreichbar war, veranlassten seine Eltern, dass meine Wohnung aufgebrochen wurde. Eines Morgens läutete das Telefon. Ich stand in einem ungeheizten Raum des Elternhauses, geblendet von der tiefstehenden Sonne, die ungehindert durch die Krone des Marillenbaums strahlte. Ich schloss die Augen und die kahlen Äste leuchteten, der Kopf sonst leer. Ich würde, nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte, die Straße hinauf zu meinem Freund laufen, dort in sein Zimmer stürzen, Halbsätze heulen. Es würde Ewigkeiten dauern, bis wir seine Mutter und ihre klebrigen Fragen losgeworden waren. Sie hatte ihre Zigarette ganz vergessen und aschte auf den Teppichboden. Es erstaunte mich, wie unangenehm ihm alles war, wie abweisend er war. Du brauchst nicht zu erwarten, dass ich mitkomme, sagte er. Im ersten Moment verstand ich ihn, ich wollte auch nicht zurück. Ich schloss die Wohnung auf, die beiden hinter mir. Da musste ich jetzt einfach durch. Zuerst die Küche mit der Dusche und dann das Zimmer. Ich spürte, wie die Erkenntnis der beschädigten Wohnung die beiden traf. Ich wagte nicht, in ihre Gesichter zu sehen, sondern begann sofort, Sachen in seine Tasche zu werfen. Ich war auf Autopilot. Ich weiß nicht, ob sie etwas sagten, ob sie protestierten, ob sie umkehren wollten. Ich richtete meinen Blick nur auf die Dinge und auf das Nächstliegende.
Die beiden huschten durch das Zimmer und packten meine wenigen Kleider, Skripten, Unterlagen. Es schienen tatsächlich nur wenige Minuten gewesen zu sein, die wir in der Wohnung verbracht hatten. Schon standen wir wieder draußen im kalt gleißenden Licht und stiegen stumm in Sinas Auto. Einige Dinge hatten sich auf meiner Netzhaut und damit immer und sofort abrufbar in einem Teil des Gehirns eingebrannt. Die offene Tür des Gasofens und der weggedrängte Gedanke an die kommende Gasrechnung. Der Wollschal, der noch in der Lampenverankerung an der Decke hing. Der Blutspritzer auf dem Papierlampenschirm, der am Boden lag. Und der kurze Impuls, ihn mitzunehmen und den Fleck mit Deckweiß zu übermalen. Nur aus den Augenwinkeln mehr geahnt als gesehen, das Geschnüre, das von der Duschkabine hing. Und die Entscheidung, Seife und Shampoo liegen zu lassen. Als Sina und Lisi bereits zum Auto geflüchtet waren und ich die Tür abschloss, ging eine Nachbarin vorbei. Sie sagte, dass sie wisse und nickte Richtung Tür. Und warum ich denn ausziehe, das wäre ja schade. Ich lächelte nur entschuldigend und lief die Stiegen hinunter. Gerade hätte ich mich daran gewöhnt, alleine zu wohnen. In der folgenden Zeit glaubte ich immer wieder, ihn in der Menge zu sehen. Mein Freund verdrehte nur die Augen. Er gebrauchte das Wort hysterisch, wenn ich in Tränen ausbrach, mitten am helllichten Tag. Der Arm des Freundes wurde steif und schwer auf meinen Schultern. Sina und Lisi traf ich noch einige Male zufällig an der Uni. Das Vorgefallene wurde nie mehr erwähnt. Danke. Ja, mein Beitrag heißt Reise, Tage und Buch. Und ich lese von mittendrin was. Da sind wir bereits an der Westküste Schottlands, bevor wir auf die inneren Hebriden wechseln. Hier, zwischen Invergarry und Sheepbridge, ist man fern jeder Zivilisation. Hier sollte einem nicht der Treibstoff ausgehen. Die wuchtigen Berge wie mit abgenütztem Sand überzogen. Am Straßenrand riesige Brombeeren, gerade pflückreif und frisch gewaschen vom Regenguss. Nun endlich verstreute Häuser entlang der bis hierher reichenden Meereseinschnitte, ebenfalls Lochs genannt. Einer der größten ist Loch Alsch. Bis zu seinem Ende, nach Keil of Loch Alsch, wollten wir fahren. Beschließen nun aber schon vorher, ein Bed and Breakfast aufzusuchen. Super, eine Tafel zu einem B&B namens Lochside. Ein sich steil bergab windender Fahrweg bis zu einem Steinhaus unmittelbar am Wasser. Hinter dem Haus rauscht der Steilwald, vor ihm das Meer. Es geht ein gewaltiger Sturm, der den Regen gegen unsere Fenster peitscht. Und vor diesem Fenster ein Blumenkistchen mit dunkelblauem Enzian. All das am Freitag, den 30. September. Ich gestehe alles. Ich habe mich nicht gewaschen, keine Zähne geputzt, die versperrte Tür mit beiden Fauteuils und dem Regenschirm verkeilt, sodass man wirklich nicht unbemerkt eindringen konnte. Mich in voller Reisekleidung ins Bett gelegt, die Taschenlampe für Stromausfall in Bereitschaft. Die Nachttischlampe brannte die ganze Nacht und ich habe kaum geschlafen. Der erste Grund war die unbeschreibliche Kälte. Auch mein Mann zog sich über sein Pyjama wieder die volle Kleidung an, schlief aber vor Erschöpfung vom Fahrstress augenblicklich ein. Die Gästeunterkunft, offenbar wenig benutzt, war nüchtern, sauber und sowas von kalt, ja, Lochside, dass ich während des Tagebuchschreibens steif fror. Und natürlich bekam man hier kein Abendessen. Dazu hätte man den ganzen Berg wieder hinauf und in die nächste Stadt fahren müssen, sodann im Finsteren wieder zurück in die unübersichtliche Schaurigkeit. Also Dinner Canceling. Ich halte mir zugute, dass ich nie ohne Wasser und Kekse auf Fahrt gehe. Und wie haben wir das immer wieder gebraucht? Allerdings, nach einem Tag praktisch ohne ordentliches Essen, nicht gerade die erstrebte Lebensqualität. Der zweite nachtwache Grund, meine Fantasie. Der Sturm, peitschende Kiefernäste und das tobende Meer.
waren es nicht. Der seltsame alte Mann, unser Quartiergeber, die extreme Lage, das Abgeschnittensein von den Funknetzen, während wir zuvor mit unserem Sohn in ständigem Kontakt waren. Niemand wusste, wo wir uns befanden. Waren einfach einer Tafel auf der Straße gefolgt, einer Tafel, die man mit einem Griff entfernen konnte. Vielleicht schon hatte. Der Alte war typisch in einer verzweifelten Situation. Ich hatte ihn zwei Essensteller in das Zimmer unter unserem tragen sehen. Wahrscheinlich hatte er eine behinderte Frau. Geld fehlte an allen Ecken und Enden. Das war nicht zu übersehen. Durchreisende mussten etwas haben. Die Kraft der Verzweiflung war nicht zu unterschätzen. Er würde sich zu holen wissen, was er brauchte. Und zwar von uns. Heute früh stellt sich heraus, wir haben überraschenderweise überlebt. Nach dem unfreiwilligen Fastentag gibt es ein Full Breakfast. Kein Schotte würde Englisch dazu sagen. Der alte Mann ist vielleicht etwas scheu, weil sehr isoliert. Und er hat tatsächlich eine behinderte Frau. Muss für alles alleine sorgen und wenn möglich mit Gästen etwas dazu verdienen. Schwieriges Schicksal in einer entlegenen Gegend, der man nie mehr entkommt. Wir allerdings schon. Von der Anhöhe ist bereits die Skybridge sichtbar, die die größte Hebrideninsel an die Northwest Highlands anschließt. Die Fahrt entlang der Skyküste eröffnet mit jeder Kurve neue Bilder von Größe und Großartigkeit. Es ist Ebbe und Scharen von Möwen stochen in der Sonne im Schick. Über ihnen ein kompletter Regenbogen, der eine Zeit lang mit uns mitfährt. Dass sich wieder eine Regenwand nähert, ist erkennbar. Na, da ist sie schon. Teilnahmslos und ergeben die Schafe mit ihren schwarzwolligen Gesichtern. Hier treibt der Westwind alle 10 Minuten ein anderes Wetter über den Atlantik. Eine verlassene Bushaltestelle, wo man nicht warten möchte. Ein Fahrweg zu einem nicht sichtbaren Haus. Die Straßen trotz der Entlegenheit in verblüffend gutem Zustand. Jetzt Portree, der größte Ort auf Skye. Jedes Haus mit Bed and Breakfast. Leben kann man davon nicht. Das ist ein Projekt mit dem Titel Der Weichtspiegel. Aber zuerst müssen wir in die Bahnhofsmission. Oh Gott, diese unselige Frühmesse. Was hat mir da dieser Gerd eingebrockt? Nicht nur, dass wir um 5 Uhr aufstehen mussten. Und ich soll meinen Finger in das Weihwasser stecken, in dieses gnadenbringende, sakramentale und mich bekreuzigen. Hölle und Teufel, nein, Gerd würde Kalbsaugen machen, wenn es zischt und dampft und die heilige Füllung in 0, Josef, den Altar und die Flügelhauben der Schwestern umnebelt, im Wasserbecken schwarzen Bodensatz hinterlassend. Gut. Dass hier nur eine stille Messe abläuft und mir Hochwürden der Vorrangige kein Wasser auf die Motor wählen kann. Messrock und Hemd, diese antiquierte Kostümierung, würden Brandlöcher kriegen und der Stoff wie Schwefel stinken. Die Motoroberin würde uns Frühstück und Mittagessen verrechnen und den Nächtigungsrabatt streichen, den Gerd ausgehandelt hat, als Gegenleistung für das Ministerium. Na Mensch, würden wir locker verschmerzen. Immer diese kumpelhafte Rücksicht auf das Zielsubjekt, Gerd, den ich in meine schwarzen Herrscharen einreihen will. Schwarz und Gelb sind übrigens seine Lieblingsfarben, habsburgisch. Gestern Abend, wir waren in der Flucht nach Ägypten, hat er sich ein dunkles Schwechatter und 2 Spiegeleier bestellt. Das kommt davon, wenn man die Farbenlehre noch immer aus bunten Geschichten
Geschichtsbinden hat, in die er sich hineinwühlt. Aber sein Farbensinn kann mir schnurzen. Wichtig ist, dass ihn der einst mein Erzfeind, der gute Engel Michael, nicht kriegt. Dieser unterwürfige Kriecher vor dem Herrn, Sigurd, errat im Principio, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Amen. Aus schräger Augenstellung pinselt Gerd verwundert zu Reinhard, wie flüssig und fehlerfrei der in die Antwortsprüchlein einstimmt. Nur bei Gloria Patri neigt er nicht ehrfürchtig sein Haupt vor dem Allerheiligsten. Stocksteif steht er da und schaut aus, als ob er in eine Zitrone gebissen hätte. Oh mein Freund, du scheinheiliger Ministrant, gib zu, dass du denen da hinten in den Bänken, denen vor Wohlwollen, die nach Lisol dufteten Flügelhaubenflattern nur etwas vorspielst. Du machst Theater, wirst würdevoll, demutshaft wirken, nicht etwa zur Ehre der heiligen Jungfrau Maria, sondern selbstverliebt auf dich und auf die tugendhaften Nonnen hinter dir. Wirst bewundert werden und dafür noch Applaus kassieren, auch wenn er stumm bleibt. Ist das dein sechster Sinn, das geistige Erfüllen? Gepflegte Anerkennung ist dir heute sowieso sicher. Freundliche Ordensaugen sehen auch darüber hinweg oder merken es gar nicht, dass du bei der Opferung zu viel Wasser in den Messingkelch schüttest und hochwürden deshalb finster dreischaut. Ein weißer Gespritz am frühen Morgen muss schon seine 6-7% Alkohol beinhalten, ja, mindestens. Und im Winter sogar mehr, wegen der Kälte. Hochwürden muss die Wirkung spüren. Weingeist als Ersatz für den Heiligen Geist, den er nicht spüren kann. Offerimus, liebe Domine, wir opfern dir ja den Kelch des Heiles. Vielleicht schaut Hochwürden auch so finster, weil wir beide nicht beichten waren und daher auf die gnadenspendende Kommunion verzichten müssen. 2 Studienanfänger als Ministranten ohne Kommunion? Ein Affront. Wenn der wüsste, dass du seit der Firmung aus der Gnade ausgestiegen bist, wenn der wüsste, dass ich, Reinhard im Beichtstuhl, o höllischer Feinstanz, das wäre was gewesen. Dem Pfarrer hätte ich mein Bekenntnis durchs Gitter gepustet, durch und durch, von einem Ort zum anderen, dass auf der drüberen Seite mein Brandzeichen in die altdeutsche Eichenverlegung gefahren wäre, das Hufeisen. Noch bevor Hochwürden seine Lossprechung vom Himmel geholt hätte, Misereator tui omnipotens Deus, hätte ich schon meine sündigen Gedanken auf die Nonnen hinter mir geworfen gehabt. Ich sage dir, du scheinheiliger Tugendbold, nicht alle von denen da hinten sind Jungfrauen. Das sind 2 darunter, die spechteln über gefalteten Händen nicht nur auf die barocke heiligste Dreifaltigkeit, sondern auch auf unsere Kehrseiten. Auch wenn wir diese nur in lächerlicher Kostümierung darbieten können. Aber lassen wir das Thema Sinnlichkeit den Zweck unseres Erdendaseins. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich unser. Das hat man nun von der Personifizierung als Studienkuppe, wenn man jemanden bekehren will, der in der Bahnhofsmission absteigt. Meine Sträubungsversuche gegen das Messgewand waren vergeblich gewesen. Gerd hat mir das Messhemd über die gebrechten Schultern mehr gezerrt, als gestülpt. Wozu das gestärkte Zeug? Wir haben ja eh Anzug und Krawatte. Nix da, das ist wie im Theater. Zu einem Barockstück musst du in ein Barockkostüm schlüpfen. Da kommst du besser in das Stück hinein. Hast du schon einmal den Don Giovanni im Straßenanzug gesehen? Na, also.
Für freie Kost und billige Übernachtung kann man sich schon ein bisschen kostümieren. Und bei den Lateinsprüchlein müssen wir halt improvisieren. Kenn mich da nicht mehr so aus. Dominus vobiscum et cum spiritu. Also, guten Abend. Tiranas steuernde Hunde. Nachdem ich mit Hilfe meiner Freunde Shakunda erreicht hatte, das Buch zu veröffentlichen nach der Tat der Promotion, welche ebenfalls von meinen Freunden organisiert wurde. Den Cocktailempfang hatten sie in einem Restaurant am Rande Pristinas reserviert, gegenüber der Straße, die zur Siedlung und dem Grab des historischen Präsidenten Dardaniens, Dr. Ibrahim Rugova, führt. Zu diesem Ereignis hatte ich auch meine Freundinnen Moni und Anna aus Tirana eingeladen. Wir hatten uns im Hotel Tirana verabredet, denn die Regeln sahen vor, dass man das Buch zuerst las und danach eine Rezension darüber schrieb, bevor man auf der Promotion was darüber sagte. Das war natürlich eine Ehre und Privileg für mich. Jedes, wenn ich mein geliebtes Tirana besuchte, erfasste mich eine Nostalgie. Diese Stadt erwärmte mein Herz und beruhigte meine Seele. Es war ein schöner Tag Anfang März. Die Sonne schien und strahlte auf das prächtige Tirana, als wir auf dem Skanderbegplatz eintrafen, der wie immer von einem kontrapunktierenden Verkehrslärm umspült war. Das Treffen war genau für 12 Uhr Mittag vorgesehen. Ich stieg aus dem Auto und sagte zu meinem Freund, ich gehe zu Fuß, um mich nicht zu verspäten. Wir halten ja selten unser Wort und kommen meist zu spät, oder? Gegenüber dem Rathaus hatten sie einige Demonstranten versammelt. Merkwürdigerweise schienen sie ihnen auch Dutzende streuende Hunde angeschlossen zu haben. Ich hörte lautes Bellen und Heulen der Hunde. Aber ich musste mich konzentrieren und in die Richtung der Lautquelle schauen, weil ich mit Hilfe eines Cochlein-Platans höre. Dieses Heulen erschreckte und betrübte mich gleichzeitig. Beklemmung gefällt mir nicht, aber manchmal müssen wir uns mit ungewollten Dingen auseinandersetzen. Ich drehte den Kopf und sah bei der Statue des großen Helden Skanderbeg ein Hunderüdel, das einen Hoja mit einem Turban angriff und den Armen zu Boden riss, sodass sein Turban wie ein Plastikball davon flog und seine Kleider in Stücke gerissen wurden. Obwohl ich generell nicht so sehr mit diesen Hojas sympathisiere, tat mir der Alte leid. Aber vielleicht taten diese streunenden Hunde Gutes, denn wer weiß, wie sehr sie diese Hoja im Namen Gottes oder Allahs an unschuldigen und bedürftigen Menschen versündigt hatte, indem sie diesem Scharlatan-Glauben schenkten. Vor vielen Straßenhunden habe ich irgendwie Angst. Einem fremden Hund kann man nicht vertrauen. Ich ließ das Hunderrudern hinter mir und war erleichtert. Es ging nicht nur um meine Angst, sondern auch darum, meine Cochlea-Implantat nicht zu beschädigen. Schmerz und Leid wären dann doppelt so groß, wenn ich erneut unzählige Operationen über mich ergehen lassen müsste. Gott sei Dank konnte ich mich retten und musste nur die Angst ertragen. Trotzdem halte ich mich für kleinen Angsthasen. Unterwegs dachte ich darüber nach, wie die meisten Kleriker verschiedener Konfessionen im Laufe der Geschichte und auch heute noch immer der gesellschaftlichen Ordnung und Harmonie schaden
zugefügt haben und zu fügen, ja, sogar ganze Nationen spalten und Menschenleben auf dem Gewissen haben, nur um ihre Ziele zu erreichen. Zu erreichen und Taschen zu füllen. Und das Schlimmste dabei ist, dass sie das alles im Namen Gottes tun. Wie oft ist Religion als Opium für das Volk, vor allem in unzivilisierten Ländern und ländlichen Gegenden missbraucht worden, indem die Menschen ohne Ende aufs Schrecklichste verwirrt worden sind. Der Hoja und Sheikh haben das Leben der Menschen beherrscht und ihre Schicksale bestimmt. Die mit Geld bestohlenen Scheiche haben in einigen Zonen das Schicksal der Jugendlichen festgelegt, indem sie ihnen die schönsten Mädchen ausgesucht haben. Die Eltern der Mädchen müssten ihr Einverständnis geben, weil der ehrwürdige Scheich oder gar der allmächtige Gott so es so wollte. Wie Unglück und viel Unrecht ist im Namen dieses Primitivismus geschehen. Ein typisches Beispiel dafür war vor langer Zeit Jawahir, das schönste Mädchen im Dorf Pieschkas. Milasim, mit dem sie zwangsverheiratet und er später ein berühmter Pilot wurde, liebte sie trotz ihrer Schönheit nicht. Liebe lässt sie nicht erzwingen. Sie ist spontan und natürlich. Milasim mit dem Pseudonym James ging in westliches Land und von da in die USA, um erfolgreich den von ihm erträumten Beruf des Piloten zu erlernen. Jawahir blieb mit ihren Schwiegereltern allein im Haus. Heute haben sie eine Tochter. Der Pilot James hatte inzwischen einige Liebesabenteuer. Er hatte sie sogar vergeblich im Stile eines Don Quixote um die Unterstützung und die Anerkennung für sein Dardania bemüht. Wie auch immer, das Leben geht weiter mit all seinem Auf und Ab. Etwas später, genau an jenem gesegneten Platz, geschah wieder etwas Hässliches. Vielleicht, um sie an streunenden Hunden zu regen, schien diese Hoja die religiöse Zeremonie des muslimischen Opferfestes Kurban Bayram organisiert zu haben. Sie hatten die Statue des ehrwürdigen und allmächtigen Haupthelden Skanderbeg bedeckt. Vielleicht war es auch nicht so, vielleicht täusche ich mich. Doch meine Logik sagte es mir. Ich wünschte, dass ich mich irrte. Aber was hatten sie gegen Skanderbeg, den Haupthelden und Stolz der albanischen Nation, der mit zivilisierten westlichen Welt kooperiert hatte? Der Anblick des Hojas und der streunenden Hunde ging mir nicht aus dem Kopf. Vielleicht waren es auch nur Fantasien oder Einbildungen. Mochten sie dem gesegneten Tirana alles übernehmen. In Tirana bin ich schon einige Jahre nicht mehr gewesen. Ich weiß gar nicht, ob heute noch streunende Hunde dort gibt. Heute sind Hunde viel vertrauenswürdiger. Heute hat mich eine Frau in Schönbrunn, wo ich arbeite, gefragt, ob ich wisse, wo sie der Hundehort befinde. Von einer solchen Frage gleichzeitig überrascht und erstarrt, antwortete ich, dass ich es nicht wisse. In Wien sehe ich Menschen, die auf der Straße und in Bahnhöfen schlafen. Wir müssen natürlich Erbarmen zeigen für Hunde und Menschen, weil letztendlich beide der gleichen Tierwelt angehören, wobei die Menschen etwas fortgeschrittener sind. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, verdient noch einen Sonderapplaus, weil ich weiß, wie schwierig es ist, in einer Sprache zu lesen, die nicht die Muttersprache ist. Danke. Ich habe schon tolle Erlebnisse gehabt, wie sie da geschildert worden sind, aber ich bin mit der Partnerbahn gekommen, das ist auch nicht uninteressant. Der 13. und noch dazu ein Freitag. Vor 13. hüte man sich, sagt der Volksmund, und wenn der noch dazu auf einen Freitag fällt, verlasse man besser das Bett gar nicht. Dass es auch Unglücksfälle im Bett gibt, bedenken diese Abergläubischen nicht, abgesehen davon, dass die meisten Menschen in unserem Kulturkreis ihr Leben in einem Bett aushauchen. Mich schrecken 13. nicht, auch dann nicht, wenn sie auf einen Freitag fallen. Erstens bin ich nicht abergläubisch
Und zweitens, ich bin an einem 13. zur Welt gekommen und habe eigentlich immer Glück gehabt. Und wenn schon kein Glück, so doch verhältnismäßig wenig Pech. So habe ich diesen 13. auch in Ruhe und Gelassenheit entgegengesehen. Was soll schon geschehen? Nach Absolvierung meines Turnprogrammes und der Kultivierung im Bad hole ich die Zeitungen, die ein fleißiger Zusteller schon im Briefkasten deponiert hat. Als ich die Haustüre öffne, bleibt es finster. Der Bewegungsmelder, der bei Bewegung vor der Türe anspringen und den Eingangsbereich beleuchten soll, meldet nichts. Ich versuche es nochmals. Dasselbe Ergebnis. Ich nehme an, dass die Glühbirne ausgebrannt ist und werde, sobald es Tag wird und man was sehen kann, eine Leiter aus dem Keller holen und die Glühbirne auswechseln. Während sich meine Frau den Schlaf aus den Augen wäscht und kalt duscht, werde ich das Frühstück vorbereiten. Gesagt, aber nicht getan. Ich stehe beinahe bis zu den Knöcheln in kaltem Wasser. Jetzt eilt auch meine Frau herbei und bevor ich sie noch warnen kann, steht auch sie in kaltem Wasser. Die Geschirrspülmaschine, die wir am Abend befüllt und eingeschaltet haben, hat nicht abgepumpt. Das Wasser ist aus der Maschine auf den Küchenboden geflossen und steht jetzt dort wie ein kleiner See. Gemeinsam arbeiten wir uns durch die Flut und schöpfen die Spülmaschine leer. So arbeiten wir uns bis zu der Stelle, an der das Spülwasser normalerweise abgesaugt wird. Da drinnen liegt die Pumpe, die sich weigert, ihren Dienst ordentlich zu versehen. Wir beraten, was zu tun. Fachmann muss her. Wird eine Menge Geld kosten, aber eine andere Möglichkeit fällt uns nicht ein. Ich erinnere mich, dass ein Freund einmal von einem fliegenden Reparaturservice gesprochen hat und rufe ihn an. Er ist nicht zu Hause, er läuft gerade seine Morgenrunde. Ich soll in einer halben Stunde noch einmal anrufen. Beim Frühstück klopft meine liebe Frau zart als Pythia an und avisiert noch einen dritten Fall von Ungemach. Denn nicht nur aller guten Dinge wären drei, auch aller schlechten Dinge. Außerdem bräuchte ein 13., der noch dazu auf einen Freitag fällt, eben Unglück, das mir jetzt halt auch eingeholt hat. Ich weigere mich, diese Prophezeiung zu akzeptieren. Pardon. Aber meine liebe Frau sagt Unheil verkündend, ich würde schon sehen. Ich versuche es noch einmal bei meinem Freund, erreiche ihn, er gibt mir Name und Telefonnummer des fliegenden Reparaturdienstes, mit dem er selber beste Erfahrungen gemacht hat. Ich erreiche den Mann, der aber ablehnt. Er hat einen Vertrag mit einem Gerätehersteller, der ihn an diese Marke bindet und könne sich um unseren Geschirrspüler, der aus einer anderen Marke kommt, leider nicht kümmern. Er nennt uns aber einen ihm bekannten Reparaturdienst, der sich auch um andere Fabrikate kümmert. Ich rufe dort an, er ist weit weg, er hat aber auch in unserem Raum Leute. Einer davon werde mich zurückrufen. Die Feststellung der Ursache unseres Problems kostet pauschal einmal 159 Euro. Da hat er noch nichts repariert. Aber der scheint die effektivste Arbeit zu liefern. Wir warten den ganzen Tag auf den Rückruf, um einen Termin vereinbaren zu können. Nichts. Naja, wird er halt morgen anrufen, vertrösten wir uns. Der Abend kommt und mit ihm die Fernsehstunde. Heute gibt es erstaunlicherweise ein Fernsehprogramm, das laut Kritik sehenswert sein soll. Häufig spielen wir ja Karten statt fernzusehen oder wir lesen. Meine Frau historisch-geschichtliches, ich eher Krimis, aber vor allem österreichische, weil die deutschen Krimis meistens ein bisschen seltsam sind. Einmal, als der deutsche Fernsehtatort besonders eigenartig war, habe ich den Apparat abgedreht und mich an einem Gedicht versucht. Aus dem Bildschirm fließt das Blut, er spielt die Leiche wirklich gut, jedoch der Plot ist ziemlich dumm. Der deutsche Tatort heute, warum kauft sich der ORS da ein? Die eigenen Krimi würden es besser sein. Der Moritz, Eisner und die Schnell, Rex, der Hund mit dem Gebell, die Bibi und die Crew am Boot, die blaue Donau ist blutrot, der Gangster gerade ins Herz getroffen und in der Donau abgesoffen. Sogar wenn es keinen Inspektor gibt, das Publikum solch Krimis liebt, wenn sie nur hier in Wien gedreht, wo der Hauptmann über den Naschmarkt geht. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass man unsere Krimi-Fälle auch in Deutschland gerne schaut, weil man unseren Krimi-Lesern traut. Die Krimis könnte man exportieren und dafür gutes Geld kassieren, statt welches auszugeben für Importe. Doch wer hört schon auf meine Worte? Und so setzen wir uns halt vor den Fernseher, nicht so ein Breitbandwunder, wie sie schon einige unserer Freunde haben, aber ein immer noch gut funktionierender Qualitätsfarbfernseher der vorigen Generation. Es entspricht in etwa dem Geschirrspüler. Wir haben alles, was man so zum Fernsehen braucht, eine Flasche Wein, Nüsse zum Knabbern, Mineralwasser, Hocker, um die müden Beine hochzulagern
Und für den Fall, dass uns dieses Programm trotz der positiven Kritik doch nicht gefällt, Lesestoff. Und den brauchen wir tatsächlich, aber nicht deshalb, weil uns das Programm nicht gefällt, sondern weil der Fernseher in trauter Zweisamkeit mit dem ungefähr gleichaltrigen Geschirrspüler seinen Dienst verweigert. Meine Frau wusste es ja, aller schlechten Dinge sind drei. Und das war der dritte heute. Wie gut, dass sich der Haushaltsgerätemechaniker noch nicht gemeldet hat. Gleich morgen in der Früh werde ich anrufen und um Entsendung eines Universalgenies bitten, das sich sowohl bei Geschirrspülern als auch bei Fernsehgeräten auskennt. Ich habe aber meinen Hochmut in Sachen 13. abgelegt und fürchte sie künftig genauso wie meine Frau und meine Umgebung. Vor 13. wird zu Recht gewarnt. Dieser Tag war mir eine noch dazu sehr teure Lehre. Die heißt Königskerzen. Ein Unglück war geschehen. Niemand konnte helfen. Niemand konnte lindern. Durfte ich hingehen? Sollte ich? Was ließ mich zögern? Die Achtung vor dem Leid der anderen? Meine Sprachlosigkeit oder Feigheit? Ich schätze die Menschen, denen dies widerfahren war und hatte mich bei ihnen immer wohlgefühlt. So überwand ich meine Unsicherheit und besuchte sie. Das Haus lag weiß leuchtend auf der Sonnenseite des Tales. Es strahlte die Juliwärme zurück. Durch die Fenster sah ich Mann und Frau beisammen sitzen. Um sie war Ordnung, Sauberkeit und Stille. Das Tor stand weit offen. Sie erwarteten mich. Wollen Sie meinen Garten sehen? Sagte er zur Begrüßung. Sein Garten war ein steiler Hang, gegen den sich die Sonne stemmte. Die Wärme presste den Duft aus den Blumen und Gräsern. Wir gingen einen heißen, steinigen Pfad hinauf. Hohes, aschblondes Gras verdeckte ihn. Es knisterte und rieselte vor Trockenheit wie fließender Sand. Kleine, tiefrote Nelken glühten aus dem fahlen Rasen. Und überall ragten kniehoch, hüfthoch, brusthoch Königskerzen empor. Das Licht um sie vibrierte von abertausend Insekten. Ihre Helligkeit züngelte in den Himmel, dessen Bläue dunkel wie Meerestiefe war. In jeder Königskerze, erklärte er mir, reift 1 Million Samen. Aber nur jene Keimlinge können gedeihen, denen es gelingt, vor Einbruch des Winters eine Blattrosette am Boden auszubilden, aus der sie im nächsten Jahr emporwachsen werden. Es ist ihre Landnahme. Wir gingen rasch. Die Luft raschelte in meinem Haar. Unter meinen Schritten lösten sich Steinchen mit leisem, hellem Klang. Es war so wunderschön, dass ich für einige Augenblicke den traurigen Anlass meines Besuches vergessen, das Gefühl hatte, fliehen zu können. Der Pfad endete an einer kleinen, ebenen Fläche, vor der senkrecht eine schwarze Felswand in das Halbrund eines aufgelassenen Steinbruchs fiel. Das war die andere Seite des Hügels. Der Mann atmete schwer vom raschen Gehen. Als sein Atem wieder ruhig floss, zeigte er mit ausgestrecktem Arm hinunter auf einen Felsvorsprung. Dort hat sich mein Sohn erschossen. Und er fügte eine Atemzüge später hinzu. Und dort lagen seine Brille und der Brief. Er war 15 Jahre gewesen. Wir gingen stumm zurück durch die hohen Gräser, an den rot glühenden Nelken und den majestätischen Königskerzen vorbei. Der Himmel sah greifbar nahe aus. Doch wie schwer fühlte ich mich jetzt. Im Haus saß ich am Tisch zwischen dem Mann und seiner Frau. Sie zeigten mir den Abschiedsbrief des Sohnes.
zwei Tage vor seinem Tod geschrieben. Nach Beende der Kindheit, vor Beginn des Erwachsenenseins. Die Landnahme im Leben war ihm nicht gelungen. Thank you.